Transfer auf dem Gletscher haben wir die besten Bedingungen, um die einzelnen Puzzleteile, die wir uns im Sommer geholt haben, jetzt zusammenzusetzen. Ja, wir gehen bei jedem Wetter Skifahren. Nachdem sich die Athleten im Sommer Konditraining vorbereitet haben, sind wir jetzt im Schneetraining hier, sodass wir nachher Mitte Januar, wenn die ersten Weltcuprennen in Frankreich sind, dass wir parat sind und an unsere Leistungen von letztem Winter anknüpfen können oder wenn möglich sogar überflügeln. Das Coole am Telemark ist, wir haben hinten eine freie Ferse. Das heisst, wir sind nur vorne fixiert und das gehen wir bei jeder Kurve immer wieder in Ausfallschritt. Das Spannende ist wirklich daran, wir sind das Gleichgewicht am Suchen und haben immer wieder eine frische Challenge bei jeder Kurve. Heute haben wir nicht so super Bedingungen gehabt zum Trainieren, aber es ist nie schlecht, in solchen Bedingungen zu fahren, weil da kann man etwas lernen. Ja, das war es. Am Anfang war es etwas bewölkt. Jetzt hat es einen wunderschönen Auftrag. Wir konnten ein super Training machen. Vom Schneetraining in Salzfee ist jetzt fertig. Mitte Januar geht es im Weltcup los mit den ersten Rennen. Und dort könnt ihr das ganze Telemark-Team wieder mitverfolgen. Zudem Mitte März sind nachher Heim-Weltcup-Rennen zuerst in Mühren und dann in Thio. Wir sehen uns. Tschüss zusammen.